Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play mit Crusader Kings 3 und unserem neuen kleinen vierjährigen Kaiser Andreas von Bayern. Er ist tatsächlich so, dass er hier jetzt schwer belastet ist. Er ist krank, es geht euch nicht gut. Er ist natürlich ein schwerer Malus. Er hat hier noch eigentlich gar nichts großartig vorzuweisen. Und wer wäre der Erbe? Das wäre der Onkel. Ja gut, vielleicht dann, wenn es dann tatsächlich der Onkel des Kaiserreich erbt, wäre vielleicht nicht mal schlecht. Aber schauen wir jetzt einfach mal, wie es sich entwickelt. Wir müssen jetzt zum ersten Mal schauen, dass wir den Rat besetzen. Und da haben wir jetzt vier Vasallen, die in den Rat rein wollen. Und wir haben, wie es der Zufall so will, auch vier Posten frei. Jetzt schauen wir einfach einmal, wo die jeweils die besten sind. Die wäre hier der Jakob, in Diplomatie schon mal nicht schlecht. Oh, die Gisela ist in Diplomatie nicht schlecht. Die Gisela setzen wir hier rein. Okay, das ist einmal das Erste. Dann die Uta, ne, der Jakob. Die sind alle dann so relativ fast gleich, ne? Hier Verwaltung. Könnte man die Uta reinsetzen. Was wäre das mal? Und jetzt könnten noch der Odilo und der Jakob sich einen Posten teilen. Schauen wir mal, wo die ungefähr gleich sind. Ja, der wäre auch ein relativ guter Diplomat, aber natürlich nicht so gut wie die Gisela. Der macht dann. Ja, der macht dann den Ratsmarschall. Der macht dann den Ratsmarschall. Und dann haben wir jetzt noch den Odilo und der muss halt da rein. Es hilft hier alles nichts. So müssen wir das machen. Dann haben wir hier, sind wir über der Domänenschwelle. Wir lassen jetzt mal eine Sekunde laufen. Bitte kommt und trefft eure Gleichgestellten an meinem Hof in Rengsburg. Natürlich werde ich da sein. Da kommen wir natürlich hin. Spielertreffen, eine herzliche Begrüßung. Alle haben sich in der großen Halle versammelt und die abstoßende Gräfin Emma begrüßt uns alle beim Spieletreffen. Bringen wir es hinter uns. Können wir das hier irgendwie? Das ist Spieletreffen. Die sind hier alle mit dabei. Oh, jede Menge. Jede Menge, sagen wir mal einfach Kinder und Jugendliche. Es wurde jetzt auch eine Freiheitsfraktion geschaffen. Jetzt schauen wir erstmal, wie viel Geld bekommt er. 50 bekommt er im Monat. Das ist klar, weil er viel zu viele Domänen hat. Da könnte man jetzt mal schauen, wer gegen ihn ist und dann denen was geben. Bei 4 können wir ja abgeben. Das wäre vielleicht dann mal nicht ganz schlecht. Schauen wir mal einfach hierher. Der Jakob ist für uns. Die Gisela. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier überhaupt denen geben können. Natürlich nicht die. Das wäre das dann hier unten. Da würde ich jetzt mal sagen, Görlitz. Görlitz. Die bekommt Görlitz jetzt und dann der von Genua, was bekommt der? Leuchtenburg vielleicht? Dann geht's weiter mit der Helene von Pisa. Die bekommt dann vielleicht Grüningen.
so, dann wäre das, dann haben wir noch eins übrig. Dann schauen wir mal. Die Utah. Ist die hier auch mit drin? Ne, Utah ist nicht mit drin. Die bekommt auch noch einen Titel. Und zwar... Ne, Eschenlohe nicht. Vielleicht dann Novara. Da müssen wir her. Novara, wo haben wir Novara? Haben wir da. So, okay, jetzt haben wir das schon mal. Das passt jetzt alles. Die Populisten haben sich aufgelöst. Und die setzt sich hier jetzt rein. Ich habe mir das gedacht, ja, die Helene, die Großmutter. Mit 65, ja, ich hoffe dann nicht mehr allzu lange. Und vielleicht könnte man jetzt denen auch jedem mal ein Geschenk geben. So, das machen wir mal wieder alles zu. Ah, der will den lombardischen Ton. Es wären nicht mehr wenige. Ah, der hat schon erhalten. Der Odilo. So, jetzt haben wir aber unter 1000. Jetzt müssen wir unser Geld schon zusammenhalten. Aber jetzt wird es gleich losgehen, denke ich mir mal. Spieletreffen Heimkehr. Was wir für einen Spaß hatten. Ich werde mich noch lange Zeit an den Tag erinnern, die wir bei Gräfin Emma verbracht haben. Nun wurde mir gesagt, dass ich zusammenpacken und nach Hause zu meinen Pflichten zurückkehren soll. Lebt wohl, Emma. So, jetzt stoppe ich mal kurz noch. Ich wollte dir mal schauen, ob wir denn... Ah, wir haben keinen Hofarzt. Das ist natürlich auch blöd. Da braucht man natürlich sofort einen Hofarzt. Hofarzt. Ein angesehener Arzt, der rot hat. Genau, da holen wir den Rothaut. Auf jeden Fall. Krank, Zeit für die Behandlung. Krank, ausgewogene Säfte. Das Pulver hatte eine verlockend rote Farbe. Ein Dienstbote hatte den Fehler gemacht, es mit einer in seiner reinen Form zu kosten. Daraufhin war seine Zunge stark angeschwollen. Und Rothaut hatte ihn dafür streng zurechtgewiesen. Rothaut gab ihm das Gewürz in einen Kelch mit Wasser, rührte sorgfältig um, ehe er mich löffelweise damit fütterte. Doch die Behandlung war fast so unangenehm wie meine Symptome. Doch sie scheint Wirkung gezeigt zu haben. Auch wenn ich noch nicht ganz geheilt bin, fühle ich mich schon besser. Ja, stark gelinderte Krankheitssymptome. Das klingt doch schon mal gut. Mein altes Ich, jetzt wacht er wieder auf und er ist froh, wieder gesund zu sein, also nichts Negatives mehr. Und dadurch hat er natürlich jetzt auch seine Punkte wieder erhalten. Ja, da müssen wir jetzt einige Jahre durch. Und ich hoffe nur, dass sich die Fraktionen jetzt besänftigen lassen. Das Recht, die Lombardei zu regieren, steht nach Gottes Gnadentum. So, und was passiert jetzt? Jedes Fraktionsmitglied erhält ein schwaches Druckmittel gegen Herzog Giovanni.
Ja, das Königreich der Lombardei, das ganze Zeug hier, der Rapporto. Und was ist dann mit dem Giovanni? Da lassen wir uns nicht rudern. Stopp, stopp mal. Da lassen wir uns nicht rudern. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. 116.000. Ja, ist ja Irrsinn. Na, da bin ich jetzt schon etwas leicht entsetzt. Wir haben ja nur mehr 20.000. Ja, woher haben die die Haufen Leute? Tja. Wenn wir jetzt kapitulieren, wir kapitulieren jetzt. Ja, weil wir ja weiterhin immer noch Kaiser sind. Wir sind immer noch Kaiser. Und ja, da können wir hier nichts machen. Das hat sich jetzt aufgelöst, ist klar. Der Rat muss wieder neu besetzt werden, das machen wir gleich. Und ich wollte jetzt mal schauen, wo ist hier jetzt wieder die Lombardei? Da natürlich ein Bündnis. Das machen wir auf jeden Fall, dass wir zumindest mal ein Bündnis haben. Genau, da haben wir jetzt den Giovanni der Lombardei. Der ist hier. Genau, ein Vasall ist er. Naja. Der bekommt den. Das ist ja kein Problem. Die Sarka ist die, die hier unzüchtig war. Schauen, was er hier. Naja, ist rauflustig. Der kann ja selber noch nichts entscheiden. Wir können ja wahrscheinlich auch den hier nicht beeinflussen. Können wir noch überhaupt nichts machen. Genau, und die Freiheitsfraktion hat sich auch aufgelöst. Ja, das war eine gute Entscheidung, einfach zu kapitulieren. Genau, die Fraktionen lösen sich auf. Das ist schon mal sehr schön und Bayern bleibt so erhalten, wie es ist. Ah, und jetzt der Rat, jetzt kommt der Rat. Da haben wir jetzt dieselben Vögel eigentlich wieder. Aber ist klar, dass wir die jetzt nicht in den Knast stecken können. Weil wir haben ja kapituliert. Genau, die Gisela kommt hierher wieder. Dann kommt. Was haben wir hier? Die Uta mit ihren 16 kommt da rein. Ja, genau, der Jakob kommt hierher. Und der Odilo kommt hierher. Dann haben wir die jetzt schon mal durch. Die sind jetzt einigermaßen auch positiv, Geschenke erhalten und so weiter. Ja, die wollen die Freiheitsfraktion. Dann schickt man noch ein Geschenk. Da wurde jetzt fertig gebaut. Der schickt mir jetzt auch noch ein kleines Geschenk. Der hat da, glaube ich, schon eins erhalten. Nee, auch nicht. Aber die hat schon eins erhalten. Und da müssen wir wieder auf unser Geld acht geben.
Lösegeld fordern. Ja, hat denn der Kaiser da so viel gefangen genommen? Den Udo. Ja, das ist ja, ist zwar ein altes, na ja, gut, deswegen holen wir den auch raus, weil er zur Familie gehört. Gehe ich mal etwas schneller. Die Fraktion hat sich aufgelöst. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt immer ein bisschen hin und her gehen. Wann hat er denn überhaupt Geburtstag? Am 12. April. Ja, genau, immer löst sich eine Fraktion auf und wird dann gleich eine neue gegründet. Ja, jetzt will der Giovanni natürlich da rein. Ja, ist er denn irgendwo gut? Ja, in Bildung wäre gut, aber da kommt er leider nicht rein. Meine letzte Chance. Agathe hat beschlossen, ihre Zeit in Eschenlohe vorbei ist. Bleib. Sie will Thessaloniki. Ja, das ist natürlich, das ist ja Irrsinn. Möge die eine schnelle und sichere Reise haben. Wo haben wir hier? Genf hätten wir noch. Aber ich denke mal, wir werden hier irgendwo weitermachen. Das wird jetzt einfach schon mal unter der Hand quasi was fingiert, wo er natürlich als Kind jetzt nicht mitbekommt. Gesegnet sei das Zeitliche. Oh! Ich spiele gerade draußen, als ich plötzlich etwas erspähe, bei dem mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Süßgebäck! Niemand ist in der Nähe, niemand würde merken, wenn ich mal abbeiße. Nur wenige Momente vergehen, bevor die Welt sich dreht, mein Bauch zu schreien beginnt und ich nicht mehr atmen kann. Ich falle zu Boden, während mir das lockere Zeug aus den Händen gleitet. Ich hatte noch so viel vor. Wir wurden ermordet. Das ist ja Irrsinn. Wir sind gestorben. Kaiser Andreas von Bayern ist verstorben im Alter von 4 Jahren. Er verstarb unter verdächtigen Umständen. Als Kaiser Amalrich fortsetzen. Ja, das war ja kurz. Lang lebe der neue Kaiser. Na, ja, das ist ja wirklich Irrsinn. Das ist jetzt wirklich absoluter Knaller hier. Da müssen wir jetzt mal hier schauen. Wenn er es hoffentlich dann nicht selbst war. Die lebt noch, die Isabel. Die ist schon 50 und wie alt ist sie? 27. Ei, ei, ei. Und wir haben keinen Rat. Da ist immer, wenn man so sagt, Rat teuer. Jetzt haben wir gerade eine Folge hier gemacht mit dem neuen jungen Kaiserlein. Und schon ist die nächste Folge hier wieder rum. Ja, es ist einfach Wahnsinn, was sich hier tut. Es geht Schlag auf Schlag. Ich freue mich aber trotzdem, diese Geschichten hier zu erleben. Schauen wir mal, ein Sadist, fleißig, gierig, na ja. Meisterhafter Philosoph. Na gut, kann er auch ein bisschen philosophieren. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Eine Andaberta hat er schon. Ja, schauen, am Reich hat sich nichts geändert. Und das ist ja schließlich das große Ziel hier, das Reich immer weiter zu vergrößern. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag.
Tschüss.